Der Motor. Ist der weiter unten? Da ist er. Genau, da haben wir ihn. Das wäre entsprechend das Gerät. Ja, kann man machen, aber ich glaube, das ist letztendlich auch nichts anderes als ein Reaktor. Ja, da brauchst du dann auch entsprechend Energie für. Aber die kannst du natürlich schön anbringen. Hätte man rein theoretisch vorne hin machen können, ne? Ach, er liefert jetzt schon Energie. Okay. Oder ist, nee, ist durch die Batterie. Naja. Jetzt habe ich gar nicht mich geguckt, wie das ist mit Anschlüssen bei dem. Also unten drunter hat er keinen. Er hat eigentlich nur da einen Anschluss, okay. Ist natürlich doof, weil... Ja, okay, das sieht jetzt auch nicht schlecht aus, ne? Wo hat der die Anschlüsse? Böse. Schöner Kühlergrill. Aber schwer, wenn wir es sehen, ne? Echt schwer. Ja, ne. Das... Ich könnte es ansonsten wirklich hier vorne dran setzen. Das müssen wir mal mit einem anderen machen. Das machen wir bei einem anderen. Basteln wir vielleicht mal einen gleich am Anschluss, wo wir dann wirklich das einsetzen. Aber hier, denke ich, werden wir einfach wirklich das mit den kleinen Generatoren machen müssen. Wobei, warte mal. Wir haben, glaube ich, noch andere kleine Generatoren. Ach nee, Reaktoren. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Hier haben wir den... Den Arc Reactor. Ja, da wurde ja schon mal drauf hingewiesen. Man sollte den nehmen. Fusionsreaktor. Tiny. Warte mal gucken, wie sieht denn der aus? Ich habe die nie verwendet. Der hat einen Anschluss. Aber am liebsten wäre mir einer, der zwei, genau, zwei Anschlüsse hat, damit ich dann noch drauf zugreifen kann, falls irgendwas sein sollte. Ah, das ist gut. Gut, dann setzen wir hier. Wir testen das mal, indem wir... Ja, warte mal, die setzen wir lieber hier hin. Genau. Nehmen wir den wieder weg. Wir brauchen ein Frachtleitsystem. So, wo haben wir das? Ah, da könnte ich Stunden zubringen. Ich glaube, deshalb habe ich auch so extrem viele Spielstunden bei Space Engineers mittlerweile. Weil es halt einfach süchtig macht, ne, die ganze Zeit hier zu basteln. So, interne Panzerung brauchen wir. Das haben wir weggepackt. Erfolgreich. Voll gegen die Kante gleich. Bam! Dote. Da ist er, Dote, genau. So, was brauchen wir? 120? Ja, komm, 120. Ein bisschen davon mitnehmen. Das ist auch nie verkehrt. Was war das andere? Motor, ne? Motor, Motor, Motor. Also der Muttertag bald, ne? Hm. Ja. Ich hoffe, ihr habt da alle dran gedacht. Oder denkt alle dran, ne? An eure Mamas, weil jeder, der zuschaut, hat eine Mutter. Gut, man versteht sich nicht unbedingt immer mit denen. Ich muss sagen, ich habe Glück. Ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu meinen Eltern. Ah, ist aber auch nicht gang und gäbe, ne? Ist, ich kenne das von vielen, vielen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, so. Wo das halt gar nicht der Fall ist. Wo man sich wirklich überhaupt nicht riechen kann. Was ich immer ziemlich schade finde, weil ich finde, Familie ist eigentlich letztendlich das, was immer zusammenhält. Man sagt es ja nicht umsonst, ne? Blut ist dicker als Wasser. Aber, naja. Du kannst es halt letztendlich aber auch nicht erzwingen, ne? Wenn es nicht funktioniert, wenn man sich halt nicht grün ist. So, was haben wir? Reaktorkomponenten, Superkontakter und Steuerrohr. Klein, groß. Alles, alles. Wir brauchen alles. So. So, dann packen wir hier mal die weg. Ja, komm, pack mal weg. Davon ein bisschen was. Davon. Und dann hier, gucken wir mal, wie weit wir damit es kommen. Ich glaube, von den anderen haben wir auch noch ein bisschen was, beziehungsweise ist auch noch einiges im Schiff drin einzuteilen. Computer. Herstellungskomponenten. Machen wir Computer Herstellungskomponenten als nächstes, genau. Immer so stückchenweise.
Von dem anderen Zeug ist sowieso, glaube ich, nur im Raumschiff was. Da haben wir 180 weg. Habe ich denn noch Computer da? Ja, sehr schön. Das hätte mich jetzt auch wirklich gewundert, wenn wir davon jetzt gar nichts mehr haben sollten. Also ich finde es halt immer wichtig bei Reaktoren, was haben wir schon mal gesagt haben, ne? Wenn die Energie komplett weg sein sollte, dann können wir ja hierüber, aber das, ja gut, man könnte jetzt in den Cockpit einsteigen, legst es dahin, aber du kriegst es nicht dahin gelegt. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Du musst es halt direkt in den Reaktor packen, das Uran. Und das ist dann so ein Problem, wie man dann wieder Energie reinkriegt. Ich weiß gar nicht, haben wir nicht kleinere Solarpanels oder sowas? Ich muss gleich mal gucken. So, Superconductor und großes Stahlrohr. Gucken wir doch gleich mal, wo wir das finden. Dum, 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 dum. Großes Stahlrohr, genau. Davon brauchen wir eh nie viel, also zumindest nicht bei den kleinen Sachen. Ah, wobei hier... Ging jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen, irgendwann verrecke ich, wenn ich dagegen fliege die ganze Zeit. Wie weit ist er jetzt eigentlich hier? 400, schlag mich tot. Ah, gut, okay, es ist Silber alle. Ay, caramba. Hm, hab ich mir schon fast gedacht. So verwundern tut's mich nicht. Ja, und hier wäre es gut, wenn ich einfach eingeben würde, Superconductor? Und dann hätte ich das, ne? Na gut, jetzt haben wir es hier gefunden. Ah, Mist, ey. Dann müssen wir noch mehr Silber holen. Ja, jetzt bin ich natürlich am überlegen, ob man vielleicht dann doch ein Fahrzeug bastelt, mit was vorne dran das entsprechend hat und was man vielleicht ein bisschen mit Triebwerken neigen kann, aber man dann halt runterfährt, aber es wird eine mega holprige Fahrt und ich glaube letztendlich wird es nicht funktionieren. So. Das ist rot, ist klar, da kann ja jetzt nichts funktionieren, aber wir sollten eigentlich ein bisschen Uran, ja, ein bisschen was haben wir da. Hier, immer 15, genau. Rest lassen wir hier. Dann hat das Ding zumindest schon mal Strom und ist eigentlich somit dann fahrbereit, ne? Ja, definitiv. Ja, das ist mal hier 7,54 rein. Da läuft er. Und dann den Rest noch hier. Ich weiß natürlich, wie gesagt, nicht bei den Fusionsreaktoren, also allgemein bei diesen Asimus-Dingern, wie das jetzt ausreichend ist, ne, vom Stromverbrauch her. Natürlich jetzt, Wenden, ja, kennt das auch noch bei Wetten, das, wo der eine Typ mit seinem Auto auf einem LKW-Anhänger hinten drauf, auf dem Sattelschlepper da hinten drauf gewendet hat? Kennt das noch einer? Also schon Ewigkeiten, das war glaube ich noch mit Gottschalk damals. Ja. Habe ich da nur munkeln hören, dass angeblich es da ja ein nochmal eine Auflage geben soll von irgendwelchen Sondersendungen und sowas, wo er dann nochmal zurückkommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der das nochmal macht. Das war ich zu bezweifeln. Der Gute ist ja nun auch mittlerweile im gesetzteren Alter, wenn wir das ganz nett formulieren wollen. So, und jetzt bin ich am Überlegen, mit der Bewaffnung, wie wir es am besten machen. Rein theoretisch wäre ein Geschütz obendrauf ganz gut, damit man sich auch halt gegen Flugzeuge, die ankommen und sowas halt wehren kann, ne? Aber ja, welches? Wieder mal das Problem. Kleines Fahrzeug, großes Geschütz macht wenig Sinn. Das haben wir ja schon gesehen im Kreativmodus. Missile Sentry. Ich glaube, das war auch zu groß, ne? Nee. Die nahmen sich beide nichts, ne? Warte mal, habe ich das jetzt richtig hingepackt? Nee. Ja, die ist ein bisschen größer. Ich glaube, weil dann würde ich nämlich die hier nehmen wollen. Die hat ja unten drunter auch diesen Anschluss. Passt ja, ne? Genau. Dann baut man die hier hin. Warte mal, da es die jetzt schon gibt, können wir gleich die auswählen. Dann können wir gleich sagen, keine neutralen attackieren. Genau. Jetzt brauchen wir den Herstellungskomponenten, Computer und Motor. Sehr schön. Na gut, es hat auch eh noch keine Munition, das heißt, es kann auch nichts attackieren. So.
Computer wieder ein bisschen. Und packen wir hier Erstellungskomponenten. Davon brauchen wir eh die meisten eigentlich. Aber ich überlege da oben, ne, wie bei der Station, wie viele Herstellungskomponenten wir da immer benötigt haben, wie wenig wir dann eigentlich immer hatten. Das war ja konstant Mangelware. Okay. Ja, das hat doch was, ey. Guck's dir an. Schnieke. Ja, ein kleiner Buggy, der... Brauche ich nämlich auch keine Gedanken machen, wenn ich jetzt irgendwo durch die Gegend hacke, dass ich genau zielen muss, ne, mit dem Buggy. Sondern, nö, kann ich rumfahren, so ein kleiner Aufklärungsbuggy und, schau dann einfach mal, wo der Gegner halt entsprechend hängt. Sehr geil. Ja, mit der Batterie müsst ihr ja ausreichen. Was sagt er denn hier bei der Batterie, wie lange das dauert? Wie ist denn das jetzt? Zufuhr, 4 Megawatt. Wir verbrauchen aber nur ein paar Kilowatt. Das ist gut, das ist gut. Und in 9 Minuten wäre das dann vollständig geladen. Das ist natürlich echt sauber, ne? Das heißt, das Ding ist auch kaum was verbraucht. Die Dinger liefern gut Strom. Ja. Achso. Den Lüfter mal anders einstellen, genau. Entlüften. Ja, dann haben wir hier drin ja entsprechend unseren Sauerstoff. Schon cool. Mega kleines, cooles Teil. Wir müssen Testfahrt machen. Ach ja, der ist ja noch nicht... Sorry. Da haben wir noch gar nichts vom Fahrwerk eingestellt. So. Genau, einmal gruppieren wie immer. Und dann einstellen. Ja, komm, auch mal so. Na ja, gut, noch langsam geht's ja schon nicht mehr. So. Energie ist okay. Reibung erhöhen wir mal ein bisschen, ne? Dämpfung, ein bisschen weniger. Ne, maximale Höhe, so. Ja, das ist auch okay. Und Speed Limit, ja, machen wir so 40. Also wie gesagt, ich will sowieso nicht allzu schnell mit diesen Dingern rumfahren. Mal gucken. Ach ja, stimmt. Bremse ist ja drin, Entschuldigung. Was hat er jetzt? Jetzt wollte er nicht fahren, oder was? Ja, irgendwie fühlt er sich jetzt auf dem Eis hier nicht wohl. Ups, was ist denn hier los jetzt? Was ist denn da los? Vielleicht wegen der Reibung, das kann sein. Wir haben Reibung runter. Anscheinend hat ihn das ein bisschen gestört mit der Reibung. Aber er holpert hier die ganze Zeit, guck mal. Hm. Jetzt müssen wir vielleicht wirklich die großen Reifen nehmen. Ja. Ich sehe schon, das müssen wir dann ändern. Wahrscheinlich. Aber das geht so gar nicht. So, vielleicht können wir es noch ein bisschen anders einstellen. So. Ja, vielleicht so. Dämpfung mal eher hier hinpacken. Und liegt der jetzt ruhiger? Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ja, wobei, wenn wir sehen, hier wie eine Geschwindigkeit erreicht. Eieiei. Da hat er schon so seine liebe Not mit. Verstehe ich bloß nicht. Was er hier für Probleme hat dann an der Stelle. Hm. Ja gut, bei dem Eis ist auch mal so ein bisschen das Problem, ne? Wir haben es ja gesehen, dass das Schiff ja sogar verschwunden ist komplett. Gucken, ob wir das noch irgendwie besser hinkriegen. Dass er da keine Probleme macht. Können noch ein bisschen mehr Energie geben. Reibung ein bisschen, was weiß ich. Ja, Dämpfung muss eigentlich schon recht hoch sein, ne? Damit er da entsprechend... Können wir Stärke ein bisschen höher einstellen. Ja, irgendwie... Als ob er hier versucht, zwischen ein paar Schienen hin und her zu springen, ne?
Als ob es schon Rillen geben würde. So Fahrspuren, ja. Also es geht, ne? Es geht, es ist wie immer. Sind Autos hier so ein kleines Problem? Bei dem Spielchen? Ja, wir sehen es. Da müssen wir die Stärke wieder runterschrauben. Das ist definitiv zu heftig. Da macht uns jetzt einen Abflug sonst. Hier so 4%. Gehen wir hier mal so. Ja, das passt schon besser. Wir sehen Kurven. Sind echt ein Problem. Eigentlich muss dann immer das Gas runter oder wegnehmen und dann Gas geben. Also Autos sind wirklich ein Problem hier bei dem Spiel. Ja, definitiv. Ich weiß jetzt ja nicht, ob wir hier die großen Räder anbringen können dran. Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube, das geht nicht. Na komm, wir fahren mal kurz zurück zur Basis. Weil ich glaube wirklich, da müssen wir dann die anderen Aufhängungen dran machen. Aber wäre vielleicht doch noch eine Option, dass man sagt, okay, wir setzen da die großen Räder dran. Dann wird es etwas stabiler. Ich denke, dass, wenn das wirklich geht, oh, Schlagloch, na, ist einfach zu anfällig dann. Wobei er so natürlich schön flach gehalten ist, ne? Wenn wir uns das hier angucken, braucht nicht so viel. Ja, es geht. Lüfter unten drunter ist auch da, funktioniert. Entsprechend kriegen wir auch Sauerstoff. Ja, ist eigentlich alles genau so, wie wir es haben wollen. Ja, wir sehen, hier ist es mächtig buckelig, ne? Sei echt so seine. Boah. Ja, wir gucken mal wirklich, ob wir das mit den großen Rädern hinkriegen. Ja, hier ist es super. Hier ist es einwandfrei. Aber gut, okay, die Natur ist halt nicht einwandfrei und ist halt immer eine Buckelpiste. Aber wir sehen, bei voller Fahrt könnten wir 31 Tage mit dem ganzen Ding unterwegs sein. Das ist schon echt lange, ne? Ja, so lange braucht man natürlich nie. Die Batterie ist auch zur Hälfte geladen. Sehr schön. So, das bedeutet. Dann werden wir das wahrscheinlich nochmal umbauen. Ich gucke mal, ob ich vielleicht sonst nochmal andere Räder finde oder andere Aufhängungen, die vielleicht ein bisschen zuverlässiger und stabiler sind als die Dinger hier. Aber ich glaube nicht, dass ich da fündig werde an der Stelle. Aber zumindest an sich sonst so das Fahrzeug wunderbar einsatzbereit. Ne? Wir können es für unsere Zwecke soweit nutzen. Sprich, irgendwo hinfahren, ein bisschen rumgucken, erkunden, zur Not ein paar Teile mitnehmen, dass man eine kleine Mini-Basis aufbauen kann. Erstmal einen kleinen Außenposten, wo man halt sicher ist, gerade auf dem Alien-Planeten gar nicht mal so verkehrt. Oder indem man, wo man halt einfach Ressourcen reinpackt, um dann halt zum Schiff zurückzukehren und dann wieder schnell abzuhauen. Wobei, naja, schnell abhauen bei dem großen Ding ist ein bisschen fragwürdig ist. Na gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.